Willkommen zurück, liebe Freunde, im Fimbul Metallverarbeitungsbetrieb. So. Weiter geht's hier. Was wir jetzt machen, wir latschen los. Ja, Kupfer ist angesagt. Und brechen noch etwas Zinn heraus. Zinn ist auch wichtig. Oh, ich habe keinen Rested Buff wieder mal. Nee, den brauche ich schon noch vorher. Ich weiß noch nicht, ist es gerade morgens oder abends? Ich versuche mich nochmal hinzuhauen. Das klappt, also war es eher morgen, abends als morgens. Also etwas Zinn schmelzen wir noch ein, wir schmelzen den Rest Kupfer ein, wir schmelzen das Silber ein und dann gehen wir auf die Suche nach den Mistlands. Da möchte ich also unbedingt jetzt mal was entdecken. Wie sieht es denn nahrungsmitteltechnisch aus? Ich habe noch einen Haufen Holz, den sollte ich erstmal hier lassen. Der nimmt nur Gewicht weg. Oh, Nahrungsmittel schaut noch gut aus. So, packen wir erst das hier mal weg. So, und dann gehen wir ab Richtung Zinn. Da hinten, wenn ich hier an der Küste langlaufe, hier so am Kupfer vorbei, hier habe ich noch nicht allzu viel aufgedeckt, da war ich noch nicht sehr aktiv. Da müsste eigentlich noch irgendwo Zinn sein, das ich noch nicht abgebaut habe. Dann werde ich dort erstmal gucken, vielleicht habe ich Glück. Weil hier ist auf jeden Fall nirgendwo mehr welches, das ist alles weg. Aber ich habe noch an anderen Portalen, habe ich zur Not noch genug unerforschten Black Forest, wo ich immer noch Zinn finden könnte. Also das ist jetzt nicht das Problem. Wer schmeißt schon wieder einen Stein hinter mir her? Wer kann mich nicht leiten? Sonst scheiß Wurzelzwerg wieder. Früh am Morgen im Schwarzwald. Ach, ich hätte Lust, noch mehr Häuser zu bauen. Schöne. Na schön. Wenn ihr denn auf die Fresse wollt, dann kriegt ihr auf die Fresse. Es ist ja alles kein Problem. Ihr müsst es mir nur sagen. Ich bin der Letzte, der euch leben lässt. Also, wie das klingt. So, jetzt schauen wir mal hier genau hin. Es muss ja hier direkt am Wasser. Es kann auch hier ein bisschen auf dem Land teilweise noch sein. Teilweise auch versteckt unter solchen Wurzeln. Gucken wir mal gut hin. Irgendwo müssten wir noch was Zinn finden. Springen wir mal hier rüber. Hier ist nichts. Hier drüben auch nicht. Vielleicht war ich an der Stelle hier aber auch schon mal. Sprinten 76. Hervorragend. So, dann wollen wir hier nochmal schauen. Hier Kundschafter, ja, kleine Sau. Komm doch einfach her. Hier wird jeder bedient. Grauzwergenaugen, das Harz nehme ich gerne mit. Gebt mir Zinn. Wo ist Zinn? Hier ist Zinn. Ja, das ist Zinn. Seht ihr? Man muss nur Vertrauen haben. Das sind ja auch keine Riesenvorkommen. Das war jetzt dreimal Zinn. Da brauchen wir auch gar nicht tief zu graben. Da ist sonst nichts. Das sind wirklich immer nur diese Ellipsen hier, wo es was zu holen gibt. Ist das auch Zinn oder sieht das nur so aus? Das ist nur ein Stein, oder? Ja. Ja, aber zwei habe ich gefunden. Vielleicht sind hier noch mehr. Schauen wir noch mal rum. Da. Aha. Das Glück ist uns auch weiterhin hold. So, Nahrungsmittel werden langsam knapp. Essen wir mal wieder was. Der macht mir schon gar keinen Schaden mehr. So. Da hinten sehe ich auch noch was.
Hier ist noch ein Bröckchen. Nehmen wieder so viel mit, wie wir schleppen können. Wenigstens nehme ich jetzt nicht so viel Stein auf. Schauen wir auf der Seite hier nochmal. Sieht man ja doch besser, als ich dachte. Die leuchten ziemlich gut, die Zinnstücke. Hier, das könnte mal einer sein. Ja. Tagelang keinen Troll mehr zu Gesicht gekriegt. Sind die ausgestorben oder was? So, es läuft, Freunde, es läuft. Schaut euch das hier an. Hier ist Zinnhausen. Direkt vor der Trollhöhle. Gleich kommt er raus. Was ist denn das für ein Krach hier? Dreckige Menschen. Ach, geh weg, du Troll. Hey, Zinn ist gar nicht so schwer. Davon kann ich mehr mitnehmen als von Kupfer zum Beispiel. Aber ich bin kein Metallexperte. Kann gut sein, dass diese Art von Metall leichter ist generell. So, aber ich glaube, das reicht schon. Zu dem Ende der Küste begebe ich mich lieber dann ein andermal, wenn ich noch mehr brauche. So viel mehr kann ich jetzt eh nicht mehr tragen. Das war doch ein recht erfolgreicher Ausflug, würde ich mal sagen. Hier war ein Grauzwergennest, hier sind noch die Wurzeln davon. Habe ich wohl auch irgendwann mal ausgerottet. Den decken wir ja auf dem Rückweg doch noch irgendwo ein Zinnfleckchen, dass wir jetzt, wo die Sonne so drauf fällt, besser sehen können. Ach, da ist er ja. Hab ich schon gefragt, wann du aufkreuzt. Daneben. Nochmal daneben. Triffst ja gar nichts damit. Aber ich treffe dich. Du bist Geschichte. So. Trolldings kann ich liegen lassen. Was ist das hier? Tannenzapfen. Naja doch, ich nehme alles auf. So. Und schmeiß die Trollhaut wieder weg. Das brauche ich gerade nicht. Scheiß Grauling. Haben wir ja doch noch einen Troll, der sich zu uns gesellt hat. Ist aber nett von ihm. Ich dachte schon, euch gibt's nicht mehr. Hey, ist da hinten nicht noch Zinn? Komm raus aus dem Bach. Das hier, das ist auch noch Zinn. Nehmen wir auch noch mit. Das hier geht nicht mehr. Ich bin zu voll. Naja, 11-mal Holz kann ich wegschmeißen. 1-mal Stein. So. Habe ich jetzt alles. Hier ist auch nochmal Zinn. Gut. Hier ist noch eine Trollhöhle. Ob ich da schon mal drin war? Da kann man auch immer mal ein bisschen Gold und sowas finden. Wertgegenstände. Hier habe ich vorhin schon geguckt. Hier war jetzt erstmal nichts zu sehen. Ein bisschen mehr hier im Landesinneren gucken. Manchmal verschieben die sich auch ein bisschen nach oben, die Zinnvorkommen. Nicht, dass ich jetzt noch was mitnehmen könnte, aber... Ah, da verschwinden die Vögel. Der ist jetzt gerade einfach verschwunden. Der ist nicht weggeflogen, der ist einfach plupp. Schon war er weg. Das gefällt mir gar nicht. Es ist ungerecht. So, schwimmen wir wieder hier rüber. Weiß nicht, wie oft ich in meinem Let's Play hier schon drüber geschwommen bin. 30, 40 Mal bestimmt schon. Ja, hier war früher auch tonnenweise Zinn. Muss ich alles schon abgebaut haben. Hier unter der Wurzel war mal ein Stück. Ja, man sieht noch, dass ich hier was gemacht habe. Kann sein, dass hier hinten in der Richtung noch was Zinn ist. Das weiß ich jetzt nicht. Lohnt sich vielleicht irgendwann nochmal nachzuschauen. Am Anfang bin ich jetzt ganz glücklich. Oh, hier liegt noch was Harz oder sowas rum. Ach nee, das ist der Schlamm, den ich neulich weggeschmissen hatte. Den brauche ich echt nicht. So.
Sehen wir zu, dass wir wieder heimkommen. Das war nur ein Feuerstein. Trautes Heim. Hab's ja neulich in der Folge schon erwähnt. Ach, jetzt ist der Vogel weg, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Idiot. Kommt Zeit, kommt Vogel. So. Rein mit der Kohle. Sehr schön. Wieder jede Menge. Ich höre den Hahn schon wieder krähen. Sehr schön. So, hier haben wir noch was Kupfer. Das ist unser neues Zinn. Sehr schön. Grauzwergenaugen. Wisst ihr was? Dann lagere ich das Harz auch mal hier ein. Falls ich später meine Fackeln wieder anzünden muss, dann habe ich hier 10-mal drin. Ich brauche aber noch mehr Holz. Das reicht hinten und vorne nicht. Kiefer hier fällen. Genau, also nächste Folge fahren wir dann, versuche ich dann loszufahren mit dem Boot auf der Suche nach den Mistlands. Ich hoffe, dass ich bis dahin hier alles eingeschmolzen habe. Alle erschlagen werden, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe da keine Berührungsängste mit euch kleinen nervigen Mistviechern. Ich bin schon wieder zu schwer. Was ist denn jetzt wieder los? Ich habe ja, weil wegen dem ganzen Scheiß Zinn, das ich dabei habe, kein Wunder. Es war auch nicht sehr schlau, Holz zu suchen und dabei das Zinn mit mir rumzutragen. Deswegen wir das Edelholz erstmal weg. Schmeißen den Rest hier rein. So, hier liegt auch noch Silber rum. So, dann packen wir nochmal alles hier hin. Nein, das Kupfer sollst du nicht wieder aufheben. Ich will gerade gar keine Metalle haben. Hier ist das Edelholz. Da haben wir jetzt auch genug von. Reparieren wir den Schmonz nochmal. So, sehr schön. Ich habe mein Pflanzwerkzeug gar nicht dabei. Das heißt, ich kann die Samen erstmal hier lassen. Muss ich zur Not später nochmal verpflanzen. Ich habe auch noch genug Bäume da drüben. So, weiter geht's. Hier liegt noch ein bisschen was rum. Zwei Schläge und der Baum fällt. Zwei Schläge und der Baum ist hinüber. Geht ratzfatz hier, Freunde. Ja. Ich bin inzwischen effektiver als jedes verschissene Sägewerk. Mir fallen schon die Eichhörnchen auf den Kopf. So, schaut euch das an, hier liegen immer noch Stämme rum. Ja, gut, das kann erstmal weg. Die Federn nehme ich aber sehr gerne. So. Ich kann einfach nicht anders. Ich muss mal kurz Blick in den Hühnerstall werfen. Da sind wieder Eier. Oh, jede Menge. Ein kleines Hühnchen ist wieder da.
Da ist eine Henne. Irgendwo ist noch eine Henne hier hinter der Ecke, die versteckt sich. Ja, es nimmt langsam Form an. Wenn ich nächstes Mal wiederkomme, habe ich vielleicht schon 4 oder 5 Hühner da drin. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Rein mit der Kohle. So, was habe ich jetzt hier alles dabei? Das nehme ich mit. Zinn. Können wir schon mal wegbringen. Ich werde jetzt noch ein paar Mal hin und her laufen müssen. Zinn haben wir hier nämlich schon. Hier ist noch ein Rest Bronze. Das packe ich mal hier extra. Ne, das Zinn packe ich hier hin. Bronze, jedes kriegt hier eine eigene Reihe von oben nach unten. Ja. Das gefällt mich. So. Ich habe keine Gegenstände. Hm. Ich bin zu alt. Oh. Ja, es geht wieder sehr langsam hier vorwärts. Ich überlege, ob ich einfach nochmal schlafen gehe. Müsste jetzt möglich sein. Das erspart doch eine Menge Zeit. Liegt noch Holz rum. Sehr schön, habe ich auch gleich eingesackt. Schlafen ist immer gut. Ich bin sehr fürs Bequeme. Jetzt zischt da im Hintergrund mein Ofen alles durch. Kohle ist durch. Wir kriegen nochmal einen Rested Buff. Ich frage mich echt nur, wieso der jetzt auf 13 ist und nicht mehr auf 14. Hat sich hier irgendwas geändert? Ist hier oben irgendwas passiert? Nee, eigentlich nicht. Ist alles so, wie es vorher war. Frag mich, wodurch das kommt. Hm. Naja, das muss ich ein andermal ergründen. Jetzt ist erstmal die Industrie wichtig. Hier geht wieder was. Weitermachen bitte. Rein damit. Rein damit. Ja. Sehr schön. Langsam wird's doch. Kriegen wir jetzt alles noch fertig. Jede Menge Holz noch. Federn habe ich jetzt auch wieder. Ich brauche eher wieder Nadeln. Ja, Harz haben wir auch wieder dazu gekriegt. Sehr schön. Es läuft, es läuft, es läuft. Es läuft langsam, aber es läuft. So, was haben wir hier? Zinn, Zinn. It's a Zinn. So, Leute. Mal gucken. Das ist Silbererz, das ist Kupfererz. Das ist Silbererz. Dann packen wir das alles mal hier vorne hin. So, dann haben wir hier alles auf einem Haufen sozusagen. Ach, das Kupfer habe ich auch noch dabei. Geht alles sehr langsam vorwärts hier. Ich bräuchte noch so einen Ofen. Was könnte man in der Zwischenzeit machen? Wir könnten mal Hake wieder besorgen. Die Spitzhacke brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Erstmal durch mit der Metallverarbeitung. Können wir hier hinhängen. Nehmen wir lieber unser Gartentool wieder mit. Und gehen mal rüber gucken, wo ich die Gerste angepflanzt habe. Hier in der Siedlung dürften jetzt auch meine Rüben und Karotten fertig sein. Gehen wir da nochmal nachschauen. Ist jetzt sinnvoller, als wegen jedem einzelnen Kohlestück jetzt hier dauernd hin und her zu laufen. Zur Not nochmal schlafen gehen nachher.
So, Karottentechnik müsste jetzt hier alles fertig sein. Warten jetzt noch kurz drauf, dass es ploppt. Da hat es geploppt. Hier kann ich auch das Feuer mal wieder anzünden. Jetzt habe ich genug Holz. Hier drüben war auch noch ein Feuer drin. Nicht, dass ich die zwingend bräuchte, aber man kann es ja mal anmachen. So. Immer noch Zinn dabei, verdammt. So, tun wir mal hier ein paar Karotten ernten. Huch, nicht die Karotten hauen. Das sind Nahkampfkarotten, da muss man vorsichtig sein, die schlagen zurück. So. Große Gemüseernte heute. Werde ich auch so wahrscheinlich in die Videobeschreibung reinpacken, weil ich nicht weiß, was ich sonst reinschreiben soll. Ach ja, die Goldmünzen habe ich auch noch dabei. Ich habe mich schon gefragt, ob ich die schon weggepackt hatte. Nee, hatte ich nicht. Na, nun komm. So, jetzt haben wir alles. Bisschen Saat werden wir jetzt noch verpflanzen, nur einfach damit wir wieder was haben, damit wir nicht ohne dastehen. Dafür reicht das aber schon. Den Rest möchte ich doch jetzt ganz gern wieder zur Nahrungsmittelproduktion verwenden. Daraus lässt sich ja eh nur schwächeres Essen herstellen und da das reicht für zwischendurch. Dasselbe gilt hier für diese Zwiebelsamen. Das ist ja mein Zwiebelbeet hier vorne. So. Pflanzen wir hier wieder Zwiebeln an. So viel brauche ich davon ja nicht. Vielleicht mal nur die Hälfte hier. So. Machen wir noch ein bisschen Rübensaat. Kann ich hier auch noch mal ein paar Rüben dann anpflanzen. Ruhig auch mal mehrere Sachen, nicht nur eine. So, Rüben haben wir hier, sind fast voll. Karotten haben wir, sind auch fast voll, habe ich ja gut geplant. Viel mehr passt hier auch nicht mehr rein. Zwiebelsamen könnte ich hier erstmal mit rein tun. Ja, Brot, wie sieht es mit Brot aus? Brot habe ich noch genug. Gut, Lochskuchen reicht noch. Zwiebelsuppe fülle ich nochmal auf. Und das war's auch schon. Ab nach drüben. Gucken, was das Metall so macht. Habe ich was dabei? Nee, aber ich kann neues Holz sicher reinschmeißen. Werde ich alles noch komplett brauchen hier. So, kurz das hier auffüllen. Hier wegschmeißen. So, weg mit dem Silber. Hier haben wir noch mehr Kupfer. Leckeres Kupfer. So, und dann gehen wir noch mal zu ABC, zu unserer Bali-Plantage. Ich hoffe, dass mich ein paar Mücken angreifen. Damit ich noch mal ein paar Stacheln kriegen kann. Weil da hatte ich jetzt nicht mehr viele. Ich hatte überall in diesen Dörfern, die ich platt gemacht habe, hatte ich noch Stacheln in den Kisten gelassen, weil es einfach zu viele waren zu dem Zeitpunkt. Aber jetzt langsam könnte ich wieder ein paar gebrauchen. So, keine Mücke weit und breit zu sehen. Das hier müsste eigentlich alles fertig sein, die Gerste. Die ist fertig.
Gerste könnte ich nochmal was anpflanzen, weil ich benutze das ja jetzt auch als Hühnerfutter. Man kann aber auch Birkensamen, diese Samen, Karottensamen, was weiß ich, Samen halt allgemein verwenden, fressen Hühner auch. Die Frage, was günstiger und einfacher zu produzieren ist. Also die Gerste ist im Moment sehr leicht zu produzieren hier. Deswegen werde ich die auch wieder komplett verpflanzen. Die Hühner hatten erstmal genug drin. Und dann habe ich mich auch wegen dem Obsidian schlau gemacht, dass wir ihn, als ich Silber am Abbauen war, sagte ich ja, dass ich da nochmal mich schlau mache, wofür das gut ist. Da kann ich noch ein Toolrack herstellen, also ein Werkzeugregal oder wie immer man das übersetzt. Ich weiß nur nicht, ob ich das schon gebaut habe oder nicht. Das werde ich dann gleich mal überprüfen. Hierbei pflanzen wir das hier alles wieder neu. Wie gesagt, lieber zu viel Gerste wie gar keine. Ich habe da so einen kleinen Gerstenfimmel. Können wir beim nächsten Mal umso mehr wieder abernten. So, lassen wir es mal dabei. Die 16 Stück nehme ich mit. Ausdauer ist mal wieder am Arsch. Suppe. Brot. Gebt mir Ausdauer. Pack den Säbel weg. So. Fuelings könnte ich jetzt wieder platt machen. Aus Spaß und mein Schwert zu leveln und... Mehl habe ich genug. Ich glaube, ich schmeiße die 16 lieber nochmal in den Hühnerstall rein. So. Hier muss es weitergehen. Bock, 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 bock. So, ihr Hühner. Lasst mich mal rein. Wie schaut's aus? Hier ist noch ein Ei. Hier sind zwei Eier. Ah. 1, 2, 3 Hühner. 3 Hühner und ein Küken. Oh. Was war das? Ah. Die haben gerade gepoppt, glaube ich. Nanu, ist die Gerste schon weg? Ich glaube, die haben die ganze Gerste schon aufgefressen. Vielleicht sollte ich das mal in kleinere Stapel machen. Nicht, dass die hier irgendwie... Angst, dass die so einen ganzen Stapel auf einmal auffressen. Das wäre natürlich nicht so toll. So. Lassen wir das mal so. So, wer war jetzt hier? Ich habe dich doch gehört. Wo steckst du? Und jemand Gewalttätiges war hier. Nö, hier war nichts. Aber mal gucken, wie es mit Reparaturen aussieht. Der Hühnerstall muss auf jeden Fall ganz bleiben. Schaut noch gut aus. Gut, dann wieder rüber. Könnte ich die Gerste mal hier mit einlagern. Da sowieso mein Schlachtermesser drin habe. So, hier ist wieder alles voll. Nehmen wir das hier noch mit. Silber läuft. Coins. Naja, habe ich echt nicht mehr viel. Aber sind halt alle für die blöden Eier draufgegangen. Da solltet ihr im fertigen Spiel echt nochmal was an den Preisen ändern, weil das kann so echt nicht angehen. Dass die Eier so schweineteuer sind. Ihr macht mal bitte hier weiter. Ich will, dass das hier vorwärts geht.
noch lange nicht durch. Ja, gehen wir noch ein bisschen Essen kochen. Dafür haben wir jetzt die vielen Rüben und Karotten extra besorgt. Muss noch mal gucken, was genau ich davon herstelle. Also, was haben wir denn so? Hirscheintopf, ja, da brauche ich auch Karotten für, aber ich glaube, Blaubeeren hatte ich nicht mehr so ultra viele. Wolf-Dörrfleisch, Rübeneintopf, wer davon rede ich? Rüben- und Schweinefleisch. Schweinefleisch geht eigentlich wieder. Ja, nehmen wir mal ein bisschen Rübeneintopf. Ach, mein Feuer ist mal wieder aus. Ach, ist das eine Kacke. Ich muss mal wissen, woran das liegt. Ich habe hier extra ein Fenster reingemacht. Das hat auch nichts geändert. So, kann ich es eigentlich auch wieder reinbauen. Wenn es ja eh nichts bringt. Dann habe ich wieder einen schönen Schutz hier drin. So. So. Haben wir erstmal schon mal wieder ein bisschen Rübeneintopf produziert. Hatten wir hier noch einen Rest. So. Dann nehmen wir den einfach mal mit. Ja. Lässt sich doch gut an. Würstchen habe ich noch in Reserve. Hirsch. Ein bisschen Hirsch geht auch noch. Schon eine Rauchvergiftung, das ist so lächerlich. Ich habe einen schicken Schornstein oben und kriege trotzdem eine Rauchvergiftung. Das kapiert nur ihr, ich kapiere es nicht. So, hier haben wir Hirsch. Lässt sich doch gut an soweit. Wir hier uns jetzt was von dem schönen Rübeneintopf reinziehen. Jetzt haben wir luxuriöse Ausdauer. Ich habe nur Ausdauerfood, glaube ich, gerade eingeschmissen. Aber ist an der Stelle hier ja auch völlig ausreichend. So, hier muss es mal weitergehen. Alles rein hier. So, dann hauen wir uns nochmal hin. Das letzte Mal für heute. Für diese Folge müsste das jetzt reichen. Nachtigall. So. Was geht? Was geht? Ich sag's dir ganz konkret. 20 Minuten restet Buffer, das reicht. So, hier steht schon wieder alles still. Nicht gut. So. Gut. Sind wir sozusagen beim Endspurt. Noch mehr Zinn, bisschen Silber. Ja. Wir haben jetzt wenigstens wieder leichte Vorräte da. Wenn wir bald wieder was herstellen müssen, wird uns das sehr helfen. Na, Holz ist wieder durch. Es wird nicht hinhauen, es wird nicht reichen. Holz brauche ich neu.
Hähnchen im Stall sind jedenfalls fröhlich am Gackern. Obwohl es eigentlich alles Hennen sind, also theoretisch dürfte da niemand Kikeriki machen. Männliche Hühner gibt es hier nicht. Inzwischen macht es mir auch nichts mehr aus, wenn die auf mich drauf fallen. Ah, du. Guten Morgen auch dir. Du überfällst mich hier wie ein Räuber in der Nacht. Da sind ja die Buchensamen. Da werde ich gleich mal wieder neue verpflanzen. Diesmal habe ich das Tool ja dabei. 5 Stück, ja, das passt schon. So. Buche. Sehr schön. Haben wir unseren Wald hier wieder angelegt. Ich meine, ich hätte noch mehr weggeschmissen neulich. Ach nee, die hatte ich eingelagert, glaube ich. Ja. Na egal. So. Weiter geht's. So. Schön, ja. Können wir nochmal ein bisschen Gerste nachfüllen. Die schmeiße ich am besten wieder einzeln hin. Ich habe so den Verdacht, dass die einen ganzen Stapel auf einmal fressen. Und das wäre natürlich nicht effektiv. Deswegen schmeiße ich die jetzt lieber einzeln rein. Das ist sonst eine riesen Gerstenverschwendung. So. Hier drin piepst es jedenfalls ganz munter. Hallo Hühnchen! Ja, da liegt noch was Gerste. Da auch. Schmeiß die trotzdem jetzt hier hin. Alle einzeln. So. Sehr schön. Ja. Oh, das schaut euch das an. Eier, Hühner, Küken, es läuft. Meine kleine Kükenfarm. Ich glaube, das ist ein Porno. Na jedenfalls, es läuft. Das ist das Entscheidende. So. Und darüber zur Metallwirtschaft. Etwas Silbererz. Rein hier. So, was könnte ich jetzt noch machen? Überlegen. Irgendwas Sinnvolles. Dungeon, Eiktier. Drachenmutternest. Der Uralte. Hier war auch noch Kupfer, stimmt. Ja, aber Metall ist gerade echt nicht wichtig. Ja, nee, demnächst geht's hier oben weiter. Könnte ich diese ganze Insel hier nochmal erkunden, wo der Jagdlootboss drauf war. Da habe ich erst einen kleinen Ausschnitt erkundet. Das klingt eigentlich ganz sinnvoll, das zu machen. Hier mit Harz aus. Zweimal, ja. Bald muss ich wieder auffüllen.
wüsste, warum hier der Komfort-Buff gesunken ist. Was hat sich denn hier geändert, verdammt nochmal? Es waren doch mal 14. Wie bilde ich mir das ein? Vielleicht irre ich mich ja auch, aber... Naja, wir wollten mal nach dem... Stimmt, wir wollten mal nach dem Werkzeugregal gucken. Ich muss gucken, ob ich das schon gebaut habe. Das Toolshelf. Wenn nicht, könnte ich das herstellen. Das ist eine Werkbank-Erweiterung. Ist das das Toolshelf? Das ist das Werkzeugregal. Und dann habe ich es doch schon. Nochmal überprüfen zur Sicherheit. Werkzeugregal. Ja genau, dafür brauchte ich Obsidian. Ja, nee. Gut, das habe ich auch gebaut. Ist ja soweit alles in Ordnung. Dann werde ich die Zeit noch mal kurz nutzen. In die Planes gehen. ABC stimmt sogar. Nochmal versuchen, 1, 2, 3, 4 Mücken zu killen. Wegen ihrer Stachel. Dann könnte ich diese Lochse da noch ermorden, die da rumstehen. Dafür brauche ich aber besseres Futter. Oh, sehr schön. Ja, euch meine ich. Genau, dich bringe ich jetzt um die Ecke. Meine Freunde haben es gar nicht mitgekriegt. Mir leid, Loxi. Bildest leider den wichtigen Teil von meinem Speiseplan. Und euch zwei werde ich auch ermorden. Ihr könntet Münzen dabei haben. Und die nehme ich sehr gerne wieder. Münzen sind jetzt fast wieder ein Hauptrohstoff. So, einen Loks habe ich schon mal gekillt. Dann werde ich versuchen, noch ein paar Mücken aufzutun. Das sollte eigentlich nicht so schwer sein. Tauchen eigentlich ständig aus und beißen einem, tauchen ständig auf und beißen einem in den Hintern. Wobei ich jetzt hier keine einzige sehe. Manchmal auch sehr seltsam. Hm. Na, wo seid ihr denn heute? Sonst wird man euch nicht los. Und jetzt ist keine einzige hier. Was war eigentlich mit dem Dorf? Hatte ich da alles rausgeholt oder sind da noch ein paar Stacheln zu haben? Gehen wir nochmal rüber. Ausgerottet ist es auf jeden Fall. Huch, es war ein Vogel. Bin ich aber kurz erschrocken. Hier ist noch eine Kiste. Keine Stachel drin, leider. Das wäre das Einzige, was mich gerade interessiert hätte. Na gut, dann gehen wir nochmal hier den Berg hoch. Und mache ich da die Loxis nochmal platt, die da hinten sind. Da ist wieder so ein kleiner Wicht. Ja, der winkt schon. Ja, dann komm her. Oh, der hat einen Stern. Bin schon gewundert, wieso der nicht beim ersten Mal umgefallen ist, aber mit Stern hält er natürlich was aus. So, da sind noch Loks. Hier waren sonst auch immer mal gerne Mücken. Aber ich sehe gerade keine. Da ist eine. So. Sonst noch jemand? Werde ich mich mal mit dem Loks anlegen. Na komm.
Das war easy. Perfekt geblockt. Gekontert, um genau zu sein. Gut, ja, also mückenmäßig war das jetzt nicht erfolgreich. Aber wenigstens wieder ein bisschen Münzen dabei und etwas Lochsfleisch auch wieder neues. Das kann man auch immer gebrauchen. War ja auch nur kurz, bis mein Metall wieder da drüben in die Gänge kommt. Damit etwas Zeit vergeht. So. Oh, ich habe keine Gegenstände mehr. Aber mal her mit dem. Na nun, schmeiß es schon rein. So. Ja. Gut. Mal fast durch. Sehr schön, sehr schön. Hier haben wir noch mehr als genug Schwarzeisen. Das wir im Moment nicht unbedingt brauchen. Loksfälle. Nicht viel Geld leider, aber egal. So. Drei Keulen braten wir nochmal, den Rest bringen wir rüber. Weil diese Lochskeulen habe ich ja auch immer dabei. Oh, ich habe schon wieder kein Holz mehr. Scheiße. Mehr Holz besorgen müssen. Das reicht immer noch nicht, um das hier alles noch einzuschmelzen. 11 mal Zinn, hier ist noch 20 mal Silbererz. 11 mal, ach nee, 11 mal Zinn. Was ist das hier? Hier ist doch noch mehr Silbererz. Ja, da brauche ich noch jede Menge Kram. So. Auch wieder alles schön. Ein bisschen Lochskeule wieder vorrätig. Lochspeis reichen nochmal. Zwiebelsuppe könnte ich zur Not nochmal etwas nachproduzieren. Zwiebeln habe ich in der Regel auch immer genug. Nachschub. Können wir hier eigentlich nochmal einen Lochsteppich oder sowas rein. Was sind das hier für welche? Was war das hier für ein Teppich? War das Lochs? Ach, das war ein Lochspelz. Ja, okay. Auch alles kaputt hier. Was ist denn hier alles kaputt, wenn ich mal fragen darf? Voll der Scheiß. Was hat hier mein ganzes Haus kaputt gemacht? So. Dann bauen wir dich natürlich wieder hier hin. Gut, also hier hatte ich schon Lochsfälle. Oh, ich habe 200 Leben gerade. Das ist richtige Verschwendung. Jetzt könnte ich es mit Jagdluft aufnehmen. So, wisst ihr was? Dann nehme ich den ganzen Scheiß mit und lagere ihn mal kurz ein.
Weil nächste Folge möchte ich echt wieder etwas erkunden. Ich habe jetzt erstmal genug Metall produziert. Das waren jetzt fast zwei komplette Folgen damit. So. Kohle, ne, die lasse ich nochmal im Inventar. Aber den Rest von dem Rohmetall können wir hier mit reintun. So. Und ich höre meine Hühner piepen. Das ist so schön. Wir könnten ja mal ein paar Eier kochen. Wir haben jetzt so viele da. Wir sind hier noch drin. Dreimal. Und hier. Achtmal. Mal den Hühnerstall. Sammeln wir mal ein paar Eier ein. Hier sind Ei. Schaut euch die ganzen Hühner an. Ich werde verrückt. Ja, da habt ihr recht. Ist eine Frechheit, dass ich euch die Eier klaue, ne? So, jetzt gehen wir mal in unseren Kochtopf. Dann werden wir mal ein paar gekochte Eier zubereiten. Mal gucken, wozu die gut sind. Vielleicht unlockt das irgendwelche neuen Rezepte oder so. Ich habe noch nicht viel Erfahrung damit. So, gekochtes Ei. Ist jetzt hier irgendwas dabei, was ich noch nicht kenne? Schmutzshake. Würste, Beerenmarmelade. Das ist auch eine Riesenverschwendung. Augencreme, Karottensuppe, Brotteig. Nee, ist sonst nichts. Nichts Neues jedenfalls, was ich nicht kennen würde. Gekochtes Ei. Gesundheit 35, Ausdauer 12. Dauer 20 Minuten, das ist relativ großzügig, aber... Okay. Spiegelei. Naja. Lagern wir die mal ein. Wer weiß, wozu es gut ist. Und dann sind wir mit der Folge heute wieder durch. Nächste Folge wird dann erkundet. Im Jagdluftgebiet und wir haben da unser Schiff liegen. Das heißt, wir können wieder losfahren, um die Mistlands zu finden. Vielleicht sind da aber auch noch Mistlands an dieser Insel. Man weiß es ja nicht. Und dann sage ich danke fürs Zusehen.